Hallihallo, bonjour meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Absturz zockt Assassin's Creed Unity. Ja, das Meisterwerk von Ubisoft, verschrien wegen Bugs, aber ich finde das Ganze spielt sich extrem flüssig. Und von daher machen wir auch direkt weiter mit Hauptmission. Ich habe mir aber einmal den legendären Banditenumhang oder irgendwie sowas. Also ihr seht hier schon die Federn. Ich habe mir auf Deutsch eine neue Kopfbedeckung geholt. Wir schauen natürlich noch mal rein, dass ihr das dann auch nachvollziehen könnt, was ich hier habe. Und zwar Kopf, und da tragen wir jetzt den legendären Phantomumhang. So rum war das Ganze. Ist auch verbessert und wir haben jetzt so eine schöne Maske. Von daher, ja, letzte Folge. Elise hat uns verlassen, weil wir nicht manns genug sind, Rache zu üben. Also ab zu den Assassinen. Und erstmal Bericht erstatten, nicht, dass es da wieder Ärger gibt. Gespannt, was die so sagen. Wie die das Ganze so finden. Der König ist tot. Lang lebe der König. Der DLC Dead Kings steht natürlich auch schon auf der Liste bei uns. Also gehen wir hier mal weiter. Arnaud! Hallo. Die Nachbesprechung beim Rat. Hallo, mein Freund. Das war jetzt schon die Hauptmission, ne? Ja. Was in Gottes Namen ist heute bitte am Place de la Revolution geschehen? Germain war dort und ich kenne nun seinen Plan. Ihr müsst... Solltet ihr diese Ermittlungen nicht anderen überlassen? Ja, aber hört doch! Ja, aber hört doch! So wenig achtet ihr die Bruderschaft? Ich hab's gewusst. Ich sagte Mirabeau, dass ihr zu tief in eure persönlichen Fäden verstrickt seid. Darum trat ich doch der Bruderschaft bei! Ja, nicht weil ihr unsere Ideale teilt oder euch berufen fühltet. Aus Rache. Wiedergutmachung! Nennt es, wie ihr wollt. Ihr habt euch den Befehlen des Rats wiederholt widersetzt. Ziele ohne Billigung verfolgt und mit jedem Schritt unser Credo missachtet. Meisterin Trenet? Angesichts dieser Fakten bleibt mir leider keine andere Wahl, als über euren Ausschluss abstimmen zu lassen. Meister Bellier? Dafür. Was wollt ihr? Meister Kemal? Dafür. Arnaud Dorian. Der Rat hat entschieden. Euer Rang und Titel werden euch genommen. Und ich verstoße euch hiermit aus der Bruderschaft von Paris. Das kann nicht euer Ernst sein. Hört mich an, ich weiß, was Germain am Schilde führt. Ich kann ihn aufhalten. Die Entscheidung dieses Rats ist endgültig. Wir erlauben euch zu gehen. Trophäe erhalten, Liebe und Pflicht. Tja. Aber wo Meisterin Trini recht hat, ist natürlich, dass Arnaud sich zu sehr hat in seine persönliche Fehde verstricken lassen. Und das Credo in 3, 4 Punkten mehr waren es nicht, die ich da missachtet habe. Ne? Also eigentlich Larifari, aber wenn die nun mal so mies drauf ist, die junge Frau, dann muss ich das natürlich auch akzeptieren. Aber ich glaube, Arno wird das nicht akzeptieren. Versailles, 4. Juni 1793. Thank you.
Nein. Wo ist sie? Rasserie Garceau. War das letzte Nacht? Oh. Dass du hier rauskommst. Aber ich... Raus! Du hast genug Ärger gemacht für eine Nacht. Schön. Dann besorge ich mir meinen Wein eben anders. Etwas Wein stehen, ernsthaft? Na okay. Echt? Kein Attentat? Doch. Also gar ein Schützen auf dem Dach hier. Na, warte mal. Der da zurückkommt, der dürfte uns eigentlich nicht sehen. Ach, der geht dort nur eine Runde, okay. Das Schlimme an der Sache ist jetzt, dass ich mich hier so ein bisschen... Es schwankt dann doch ganz schön. Versteckten Klingen habe ich ja trotzdem. Ich glaube nicht, dass die Assassinen mir diese Klingen abgenommen haben. Okay, ich müsste mir also erst den schnappen. Beziehungsweise erst mit Diggi Dickmann hier unten. So. Sehen die mich hier? Ich glaube nur ganz kurz, ne? Genau, nur ganz kurz. Kommst du her? Kommst du gucken? Kommst du mich suchen? Ja, bitte, 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 bitte. Hahaha, es klappt immer wieder. So. Und zack. Okay, der Schütze steht hier oben auf dem Dach. Kann ich denn überhaupt klettern? Ja, in dem Zustand natürlich. Ja, ein bisschen Kopfschmerzen, der liebe gute Arno. So, mein Freund. Ich wollte ihn eigentlich plündern, nicht das Dach runterrutschen. Hier ein offenes Fenster. Sieht fast so aus, genau. Oh.
Hier hätten wir den Wein, sehr gut. Brasserie? Genau. Garcier, keine Ahnung. Es war letzte Nacht. Vielleicht liegt sie noch dort. Zur Brasserie gehen, also wieder zurück. Da bin ich mal gespannt, ob dort noch ein bisschen was rumliegt von uns. Was? Verdammter Latouche! Du kommst sofort her! Hilf mir! Halt, Arno ist trotzdem noch der Gute. Alter, was ist hier passiert? Guckt euch das mal an. Sieht aus, als hätte es hier einen Kampf gegeben. Ernsthaft? Hab ich überhaupt noch was? Ich kann den nicht töten. Oh Gott, nicht ihr schon wieder. Habt ihr nicht schon genug angerichtet? Nein, ich... Die Uhr meines Vaters, habt ihr sie gesehen? Hab ich nicht. Fragt doch die vier Männer, mit denen ihr euch angelegt habt. Idiot. Eine erneute Erinnerung? Pass auf! Tu das besser nicht, Junge. Nicht, alter Mann. Krass. Oh, da sind sie. Kämpfen wir mal ein bisschen so, mit einem Adlerauge. Okay. Ich habe auch keine Gesundheitsanzeige, also... Sehr gut. Alter. Okay, mein Freund, das ist unsere Uhr. Du. Wo ist dein Meister? Ach, Scheiße. Nein, komm zurück. Ach, wieder Verfolgungsjagd, okay. Da ist die Ratte. Oh nein. Ach, Arno. So, vielleicht kriegt man ja jetzt. Scheinbar nicht. Guck mal, da ist er ja. Hallo, mein Freund. Also, ich habe so oft geübt, jetzt irgendeinen Dieb zu fangen, dass ich dich kriegen müsste. Genau. Na, das lief doch. Alter, arme Arno. Wo? Am Palast! Sie sind am Palast! Danke.
Ratte. Jetzt holen wir uns erstmal unsere Uhr zurück. Das Andenken an unseren Vater. Ja, und schade, dass Belek uns diesmal nicht den Rücken stärken konnte, als wir aus dem Credo verstoßen wurden. Ja, natürlich auch alles verwüstet. Die Revolution ist im vollen Gange. Okay, muss ich dann von der anderen Seite machen. Vielleicht kommt er ja von alleine her. Na komm, noch ein Schritt. Danke. Plündern natürlich. Ich weiß nicht, wie viel wir mit haben. Bleibst du hier stehen und willst die Bilder mitnehmen, oder? Ja. Vergiftete Gegner. Hab ich etwa Gift? Hab ich Gift? Rauchbetäubung, Kirsch. Ich hab leider kein Gift. Arno immer noch ein Kater, darum jammert er so. Ah, ihr seht, ich habe gar kein Gift am Start. Das habe ich leider noch nicht freigeschaltet, das Gift. So, dann lassen wir die mal gegeneinander fighten hier. Könnten höchstens mal kurz. Ah, ich kann mich hier nicht anpassen, okay. Schade, sonst hätte ich hier nochmal geschaut. So, die machen alle los. Sehr geil. Los, ihr Trottel. Okay, zwei sind schon infiziert. Natürlich nicht schlecht. Die dezimieren sich von alleine. Müssen ja auch mal schießen, ne? Aber Reichweite hat diese Knarre echt null. So, dann lassen wir den noch ausschalten hier und dann schalten die sich gegenseitig aus. Und dann müsste Ruhe sein. So, jetzt haut euch gegenseitig noch auf die Glocke. Dann kippt einer von euch um und dann haben wir das Ding hier gegessen. Dann können wir schön plündern. Und dann geht's weiter. Bams! Oh, voll auf die 12. So, der dreht noch ein bisschen durch und dann müsste er eigentlich ersticken. Und zack. So, Arno, komm, schlag zu hier. Dem hier haben wir schön ins Kreuz geschossen. Die anderen stehen alle draußen, das ist sehr gut. Giftgasbomben voll. Ja, aber ich kann sie nicht auswählen. Das ist natürlich echt ärgerlich.
ich ja gar kein Gift verfügbar habe. Aber es gibt auch keine Belohnung für diese Mission, also von daher. Seht euch das an. Selbst die Nachttöpfe sind aus Gold. Ich erwische den leider nicht im Kopf. So, komm du mal hierher. Und du kommst mal hierher. Zack. Ich habe noch keine Uhr gefunden. Ich weiß nicht, wo der mich hinschicken will hier. Du hast einen ganz schönen Aufruhr verursacht. Was soll ich dazu sagen? Du warst stets ein schlechter Einfluss. Und du warst noch schlechter. Erinnerungen an Elise, an eine schöne Zeit. Ich gehöre niemandem. Kleine Ratte. So, ich muss natürlich schauen, wo es jetzt hier weitergeht. Hier geht's weiter. Ich nehme das Tafelsilber! Das ist eine gute Idee. Okay. Mach jetzt hier mal Nägel mit Köpfen. Ich krieg dich! So, wo ist dieser Anführer der Knickerbocker-Bande her? Wir müssen also hier entlang. Ja. Ja, lad ruhig deine Pistole. Okay, ich dachte schon, da will irgendjemand schießen. Leute, ihr merkt schon, heute eine längere Folge. Vater. Nur Mut, mein Junge. Hier. Du wartest hier. Ich komme wieder, wenn dieser Zeiger ganz oben steht. Das kennen wir ja noch. Keine Abenteuer, ja? Ja, Vater. Verdammt nochmal! Was zum Teufel willst du? Da bist du ja! Meine Uhr. Ich will sie. Alter! Halt deine verdammte Uhr nicht! Lügner! Doch, die bekomme ich. Achtet auf meine Uhr! Ich sag doch, ich bekomme meine Uhr hier. So, da haben wir es auch schon wieder. Oder etwa nicht? Mist. Arno.
Siehst nicht gut aus. Und du siehst aus, als wolltest du etwas von mir. Wie kannst du so reden, nachdem du einfach verschwunden bist? Du hast recht deutlich gemacht, dass du meine Dienste nicht länger benötigst. Lass das. Wage es nicht, so mit mir zu reden. Was soll ich denn bitte sagen, Elise? Verzeih mir, dass ich dich nicht sterben ließ? Entschuldige, dass dein Leben mir wichtiger ist als der Tod von Germain? Ich dachte, wir wollten beide dasselbe. Was ich wollte, warst du. Ich ertrage es nicht, dass mein Leichtsinn deinen Vater tötete. Alles, was ich seitdem tat, geschah, um es wieder gut zu machen. Damit so etwas nicht noch einmal passiert. Du bist doch hergekommen, weil du etwas willst. Was ist es? Paris steht vor einer Zerreißprobe. Germain hat die Revolution auf eine neue Stufe der Verderbnis geführt. Die Guillotinen arbeiten jetzt fast rund um die Uhr. Und was soll ich tun, um das zu ändern? Der Arnaud, den ich liebe, würde diese Frage nicht stellen. Du bist doch besser als das. Ich gehe zurück nach Paris. Kommst du mit? Eins muss ich noch erledigen. Nun gut. Ich kümmere mich um den Transport. Sei vorsichtig. Komm heil wieder. Sequenz 11, Erinnerung 1. Abgeschlossen. Kirschbombenköder und vergiftete Gegner. Tja, Kirschbombenköder hätten wir gehabt, aber vergiftete Gegner gingen leider nicht. Schade. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, meine Freunde. Und dann schauen wir auch, was Arno noch zu erledigen hat. Nämlich, ich tippe auf Rasieren, aber wir werden sehen. Also, dran geblieben, reingehauen. Liebe Grüße, euer Hopp.